Ja, der Blitz, der wir noch mal kurz auf der Humor von Norbert Lammert. Als Parlamentspräsident geht er, das war seine Abschiedsrede. Er war nicht immer ein bequemer Präsident für die Regierung, aber auch vielleicht nicht immer für die Bundestagsabgeordneten. Professor Timmer Meyer ist im Studio. Guten Abend. Guten Abend, Professor Meyer, lassen Sie uns reden über Norbert Lammert, der diese Rolle des Parlamentspräsidenten ja ganz eigen, sehr selbstbewusst ausgeführt hat und auch den Regierungen ziemlich viel Kontra gegeben hat. Es waren nun mal halt drei Regierungen von seiner eigenen Partei, aber oft war er ja konträr. Ja, er hat auch eine gewisse Distanz kultiviert zur eigentlichen Regierung, vielleicht zu seiner Kanzlerin, könnte man sagen. Das gefiel natürlich dem breiteren Spektrum im Bundestag durchaus. Und entsprechend ist der Respekt einfach über Parteigrenzen hinweg gegeben, der sich auch auf die Person richtet, ganz eindeutig. Er hat hier gerade heute gesagt, es wird viel geredet im Parlament, aber wenig debattiert. Ja, das finde ich eine schöne Aufgabe, die er seinen Nachfolgerinnen oder Nachfolger mit auf den Weg gegeben hat. Das kommt eigentlich zu kurz. Wir haben viele Talkshows und sonstige Arenen, in denen gesprochen wird. Aber eigentlich ist der Bundestag nicht nur das Herz der Demokratie, was er auch gesagt hat, eine schöne Formulierung, sondern eben auch ein Ort, wo man eigentlich auch debattieren können müsste, und zwar mehr, weil natürlich es schlimm wäre, wenn man nur Texte vorliest, gar womöglich, was gar nicht sein darf eigentlich, aber doch vorkommt. Und insofern hier an diese Kunst und an diese Leistung des Parlaments und der Parlamentarier zu erinnern, dass das darum geht und damit die Attraktivität dieses Hauses erhöht werden würde, das finde ich ein schönes Vermächtnis, was er hier seinen Nachfolgern mit auf den Weg gegeben hat. Es gab Zeiten, da wurde im Bundestag mehr gestritten, also zu den Anfangszeiten der Bundesrepublik. Da flogen da die Wortfetzen und da ging es hart zur Sache. Man muss natürlich sehen, der Bundestag ist jetzt eingebettet in eine Medienkultur, die viel Abwechslung sozusagen auch für das durchaus auch für das interessierte Publikum findet, sodass der Bundestag und die Parlamentarier darum ringen müssen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und deswegen kommt es natürlich auf Leute an, die debattieren können, die Debatter sind. Und davon gab es welche, aber mehr wäre noch besser. Aber Debating, das kommt ja, knüpft ans Englische an, sollten sich die deutschen Parlamentarier ein bisschen mehr an dem englischen Parlament orientieren. Da gibt es ja auch so eine schöne Institution zum Beispiel, dass die Regierungschefin im Moment einmal in der Woche unvorbereitet den Fragen der Parlamentarier stellen muss. Die wird da gegrillt. Sowas haben wir gar nicht. Das kennen wir nicht. Das wäre durchaus natürlich ein Attraktivitätspunkt, weil man natürlich wie bei jedem Talk, den wir führen, auch sozusagen daneben liegen kann, etwas schiefgehen kann, überrascht werden kann. Und das würde natürlich die Attraktivität des Bundestages insgesamt, vielleicht sogar auch der Politik, erhöhen. Ja, das war ja auch das, was Herr Lammert heute angesprochen hat, dass in den Regierungsbefragungen eigentlich werden die Themen gesetzt, die Agenda wird von der Regierung gesetzt und nicht von den Parlamentariern. Ist ja eigentlich widersinnig. Das ist ja, es geht um das Parlament. Ja. Insofern sollte das Parlament das Prä haben, aber ist nicht der Fall. Wo fehlt denn da sozusagen jetzt der, ja, wer könnte denn diese Initialzündung geben? Jetzt hat man einen Parlamentspräsidenten, der das auch immer wieder vorher ja beklagt hat, heute ja nicht zum ersten Mal. Es scheint irgendwie keine Bereitschaft der Abgeordneten zu geben, oder? Vielleicht, es kommt auch hier darauf an, dass eben nicht nur die Parlamentarier unter sich hier irgendeine Meinung vertreten, sondern auch die Medienwelt, dass hier ein gewisser Druck entsteht, dass man sagt, wir wollen eigentlich mehr von diesem Bundestag haben. Die Erwartungen sind größer, es würde mobilisierend wirken. Und wenn ihr das tut, und insofern glaube ich, wenn dieser Druck entsteht, dann wird dann irgendwann wohl die gute Lösung kommen. Dann wollen wir hoffen, dass die kommt. Wir wollen gleich weiter miteinander reden. Das Schlusswort in dieser Debatte gehörte dem Vizekanzler. Den Auftakt hat die Bundeskanzlerin gemacht. Das war eine Debatte, Professor Meyer, die sich über viele Stunden hingezogen hat. Wir haben jetzt einige Ausschnitte herausgesucht. War das Wahlkampf im Parlament? Ein bisschen, aber man hätte natürlich in einem ohnehin bunteren Wahlkampf-Arena-Erlebnis etwas mehr natürlich auch im Parlament dann davon hören können. War nicht der Fall. Es war ein netter Schlagabtausch, durchaus anhörenswert, aber auch viele andere Beiträge von Kauder zum Beispiel waren ja durchaus anhörenswert, weil sie auch frei vorgetragen waren.
aber kein Wahlkampf im engeren Sinne, glaube ich. Nun hat natürlich jeder versucht, sozusagen seine Positionen noch mal ins richtige Licht zu setzen. Angela Merkel hat gesagt, wir haben wahnsinnig viel erreicht, aber wir dürfen uns nicht ausruhen darauf. Und dann hat auch in ihrer Rede tatsächlich viel Raum der Dieselskandal eingenommen. Ja, die Autothematik spielt eine große Rolle, an sich ein Thema, was auch für die Grünen interessant wäre. Auffallend ist vielleicht so, weil wir über den Parlamentarismus reden, dass natürlich einer gefehlt hat, der sozusagen der große Oppositionsführer in Gestalt des Kanzlerkandidaten, der hier nicht auftritt. Und Herr Oppermann spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, alles und Herr Gabriel auch haben ihre Rollen. Aber so der eigentliche Herausforderer im Sinne eines Wahlkampfes fehlt hier. Insofern haben wir hier zum ersten Mal hier nicht so einen Schlagabtausch zwischen Herausforderung und Inhaber von Ämtern. Das ist ein gewisses Manko, was eben mit der Gesamtkonstellation zu tun hat, mit diesem Kanzlerkandidaten, wie er und wo er steht und eben nicht ins Zentrum dieses Parlaments. Ja. Nun haben ja Sarah Wagenknecht und Cem Özdemir, auch Karin Göring Eckardt als Doppelspitze, haben ja beide versucht, nochmal eigene Akzente zu setzen und auch ja durchaus klare Kante gezeigt. Also Sarah Wagenknecht hat eben das Thema der sozialen Gerechtigkeit aufgespießt, eigentlich auch ein SPD-Thema, aber ja eigentlich sehr, sehr deutliche Punkte gesetzt. Sicherlich ja, aber sie hat natürlich einfach nur eine gewisse kleinere Klientel. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass im Sinne von Gysi oder Lafontaine durch diese Rede dann etwas passiert, sich bewegt, sondern es war eher der linke Kanon, den man kennt. Und insofern hat sie ihn variiert und temperamentvoll vorgetragen. Aber damit ist noch nicht jetzt sozusagen die Debattenkultur, von der wir es vorher hatten, hier zusätzlich stark belebt werden. Würde ich ihr damit nicht zu nahe treten. Und die beiden grünen Redner, die wir da auch heute gehört haben. Temperamentvoll von Özdemir natürlich. Also hier ein Debatter, der tatsächlich es kann. Auch Frau Göring-Eckardt sehr stark in ihrer Rhetorik. Emotionalität auch. Aber wenig Reaktion auf der Regierungsbank auf der anderen Seite, was auch nicht zu erwarten war. Die Regierungsbank, wir hatten sie jetzt nur in Form der Bundeskanzlerin, in ihrer, wir sagen jetzt mal, bekannten Art. Ja, genau. Also sie ist natürlich immer, schwebt über den Wassern und lässt sich nicht provozieren. Auf der Regierungsbank im Verlauf des Tages war Frau Nahles, wurde mal ermahnt, sie solle sich nicht einmischen, sondern wenn, dann sollte sie ins Publikum gehen und so weiter, also in die Reihen der Abgeordneten. Es gab ab und zu einen Schlagabtausch, aber es blieb alles eigentlich sehr kommod und wir haben das in der Tat schon früher viel heftiger, viel persönlicher in Erinnerung. Nicht, dass es besser wäre, aber es ist vielleicht für die Demokratie so, wie es jetzt ist, auch gut, aber in Wahlkampfzeiten erwartet man natürlich eigentlich dann noch mal eine vielleicht stärkere Akzentsetzung. So war man eher um den Frieden bemüht untereinander. Kann die Regierung denn, also jetzt ist es ja noch die Große Koalition, sich stolz auf die Schultern klopfen? Naja gut, also eine Bilanz der Großen Koalition wäre ein großes extra Thema. Das wurde ja hier heute auch aufgeteilt, was wir gemacht haben, was die anderen gemacht haben oder eben gerade nicht gemacht haben. Was wir verhindert haben. Und so weiter und dann doch nicht verhindert und so weiter. Also das sind natürlich Bilanzen, die man aufmachen kann, die aber vielleicht mit größerem Abstand zu ziehen dann doch besser ist. Andererseits, die Große Koalition kann uns ja wieder beglücken in Kürze nach der Bundestagswahl. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber dem steht eigentlich auch nichts im Wege. Man hat sich heute nicht so bekriegt, dass man nicht wieder zusammenkommen kann. Also alle Türen sind offen in alle Richtungen. Alle, die dort im Parlament heute miteinander ein wenig gestritten haben oder ein bisschen mehr könnten miteinander weitersprechen. Professor Tillmann-Meyer, vielen Dank für den Besuch und die Analyse heute Abend.